jetzt eigentlich sehr zufrieden. Und es reicht trotzdem nicht. Reicht immer noch nicht. Ich sag doch. Reicht immer noch nicht. Immer noch nicht. Ah, verdammt. Komm schon, das wird langsam nicht mehr, das ist langsam nicht mehr lustig. Mann, das war eigentlich eine Farbe, ich bin wirklich sehr zufrieden.
Gott. Ach, 22, ach, ach, komm schon, so langsam. Immer noch nicht. Immer noch nicht, 22,6 sagt er. Schon. Verdammt! 6-8-4, Mann! So langsam aus dem Krise. Ich war schon mehr als perfekt. Also, ja, glaubt zumindest, dass ich mehr als perfekt war. Ich weiß zumindest nicht, wo ich die Zeit noch rausholen soll. Ah Mann, schon wieder. Sechs, drei, acht, acht, Menno. Ach, komm jetzt. Was kann ich noch besser machen? Ich sehe gerade nicht ein, was ich da noch besser machen kann. Wirklich. Das ist das Problem. Würde ich sehen, was ich besser machen kann, würde ich sofort tun, aber ich sehe es nicht. Ich kann nichts besser machen als das. Ja.
verdammt. Verdammt. Jetzt endlich, verdammt nochmal. Vielleicht hat das nach rechts lenken doch etwas gebracht. Mann. Also die Antenna 3. Yamaha mit der 20. Das kam durch oder so. Keine Ahnung. Ja, wurscht. So, wieder Valencia. Diesmal mit der MSR500. Schön, hier kann man innen abkürzen. So, 29,4. Gleich natürlich für Silber. Für 29,2 muss ich mich noch ein bisschen mehr anstrengen. Ah, verdammt. Der 54 für Euro. Ja gut, hier darf ich nicht abkürzen, aber auf der anderen Seite darf ich. Also wenn es innen ist, geht's, aber wenn es außen ist, wehe. So, geht doch. Hat da also gereicht. Haben wir uns das mal angeschaut. Also hier noch. Das ist Olivier Jacques. Tech Pro Yamaha. Heutzutage ist es mit KTM. Und jetzt noch die 57. Wieder Phillip Island. Die letzten zwei Linkskurven. Mit deiner selben 100. Boah, Glück gehabt. Extrem schwierig zu fahren, diese Kurve.
22774. Reicht schon fast für die Goldzeit. Da bin ich überrascht. Weil mit der Farbe war ich nicht wirklich so viel. Ja, okay. Das ist gerecht. Und reicht um eine Zehntel. Dann ist auch Herausforderung 57 geschafft. Und wir können uns den Bildern ergötzen. Red Bull, Yamaha mit 21. Dürfte Hopkins sein. Wurde auch schon aus Supertalent angepriesen, hat es aber dann doch nicht in die obere Riege geschafft. Ich glaube, er hat auch kein Sieg, ein paar Podien, aber glaube ich kein Sieg. Kann mich auch täuschen. Hörner ist so komisch zu fahren, weil die Strecke einfach so verdammt breit ist. Blöden Sachen. So, 34,93. 34,0 muss ich da schaffen. Habe ich mir schon fast gedacht, dass hier doch ein bisschen mehr drin liegt. Ich schalte doch schon die ganze Zeit runter, was soll das? Nicht gut genug gedrückt. Ups, ich habe Automat gewählt. Ich schalte dir selbst tatsächlich. Dürfte ja hoffentlich bald Zeit haben, es zu wechseln. Ich drücke nicht immer so weit nach außen. So, 34,4, jetzt kann ich wieder zu manuell wechseln. Keine Ahnung, wie es das umgewechselt hat. Ich dachte schon, bin ich blöd, warum schaltet er nicht in den ersten? Hat sich ja jetzt von selbst erklärt. War keine so gute Zeit. Ja.
34-2 von mir. War langsam als beim letzten Mal. Ich glaube, das war diese zweite Linkskurve, wo ich die Zeit verloren habe. Wieder eine kleine Verbesserung, aber immer noch weit weg.